wenn beispielsweise durch das Bundesumweltministerium, habe ich da mal gesehen, und auch seitens bestimmter Antifa-Gruppen gab es in Hamburg zum Beispiel auch Versuche, eben Demos zu übernehmen, was tatsächlich erfolgreich mal war. Dann marschierten da 12-, 14-Jährige bei der Antifa mit und haben das nicht mal mitbekommen. Fridays for Future Hamburg auch speziell macht einfach Wahlkampf für die Grünen. Zum Beispiel Seenotrettung, unabhängig davon, wie man überhaupt dazu steht, setzt man voraus, dass man dafür ist. Und wenn nicht, dann wird man als Rassist und fremdenfeindlich oder was auch immer dargestellt und direkt von der Bewegung ausgeschlossen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich bin heute in Kampala in Uganda und habe einen spannenden Interviewgast für euch hier bei mir in meiner Sendung. Und zwar, das ist Tom Radke. Tom Radke ist 18 Jahre alt, kommt aus Hamburg. Er ist Schüler, Klimaaktivist bei Fridays for Future und Lokalpolitiker, wo er jetzt am Sonntag bei der Bürgerschaftswahl auf dem Listenplatz 20 für die Linke steht. Und die meisten müssten Tom ja eigentlich auch kennen, dadurch, dass er Ende Januar getwittert hat, dass er den Klimawandel da mit dem Holocaust verglichen hat. Das hat natürlich auch hohe Wellen geschlagen. Damit war aber nicht genug. Er hat dann mehrere Radke-Leaks, so hat er das genannt, hat er rausgehauen, wo er unter anderem mit dem Grünen Sumpf und Fridays for Future abgerechnet hat, mit Luisa Neubauer, diversen Politikern und viele anderen. Die größte Welle hat aber wohl geschlagen, dass es Enthüllungen um Pädophile bei Fridays for Future gab. Und Tom wurde jetzt vor kurzem auf einer Demo von der Vizepräsidentin des Hamburger Parlaments ja als Rechter und Nazi bezeichnet, obwohl er ein Politiker der Linken ist. Tom, meine erste Frage. Erstmal schön, dass du dabei bist. Danke, dass du bereit bist für dieses Interview. Freut mich auch sehr. Tom, meine erste Frage. Du bist ja offenbar nicht so der typische Linke für mich. Also du, bei Twitter sieht man, dass deine Beiträge ja sehr humorvoll gehalten sind. Du bist gesprächbereit. Du redest halt auch mit Leuten, die aus einem anderen politischen Lager kommen. Das sieht man ja alles in deiner Partei eher selten. Oder wie siehst du das? Würdest du dich so als typisch Linken bezeichnen? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich würde nicht sagen, dass quasi jeder so ist. Also ich glaube, in unserer Partei gibt es sehr, sehr unterschiedliche Leute. Es gibt eher offenere Leute und auch eher geschlossenere, eher, ich würde sagen, gute Linke in Anführungszeichen. Und es gibt dann auch welche, die einfach nur an ihre Karriere denken. Und denen geht es eben nicht um die um wirkliche Politik, um die Sache, um Diskussionen mit anderen. Und deshalb bin ich auch im Grunde mit allen im Gespräch. Also ich habe über das ganze politische Spektrum hinweg von allen Interviewanfragen erhalten und bin auch immer bereit, mit allen zu sprechen. Weil ich finde es einfach wichtig, dass man politischen Dialog über das ganze politische Spektrum hat. Das muss ich dir sehr hoch anrechnen. Also wie ich auch gerade schon im Vorgespräch gesagt habe, ist meine Erfahrung, dass ich schreibe auch viele Linke mal an, so wie Rainer Mausfeld zum Beispiel oder Fabio De Tomasi auch, das sind dann Professoren von Uni Hamburg, die schreibe ich an und die sagen dann immer ab aus irgendwelchen Gründen, die nicht wirklich nachvollziehbar sind und sagen dann immer, sie haben keine Zeit, aber sitzen dann woanders in Interviews, aber dann natürlich mal bei Leuten, die auch deren Meinung sind. Insofern Hut ab, dass du da gesprächsbereit bist. Und ich möchte jetzt, bevor wir zu deinen ganzen Leaks kommen, möchte ich erstmal fragen, wie du denn ja zur Politik gekommen bist, inwiefern wurdest du da von zu Hause geprägt oder was ist da deine Geschichte? Also ich habe jetzt kein Elternhaus, was mich irgendwie politisch geprägt hat. Zur Politik kam ich im Grunde auch zum Teil wegen Sarah Wagenknecht, weil ich finde es wirklich wichtig, dass eben auch soziale Themen in unserem Land angesprochen werden, dass auch friedenspolitische Themen nach vorne gerückt werden.
Und das ist eben etwas, was ich bei anderen Parteien wirklich vermisst habe und auch bei den bei der Regierung der letzten Jahre vermisse ich eben den sozialen Aspekt und auch beispielsweise Frieden, wie ich schon sagte, also außenpolitisch finde ich, dass unser Land da ganz falsche Positionen vertritt. Aber auch Umwelt- und Klimaschutz ist mir durchaus ein sehr wichtiges Thema und deswegen war ich da auch bei Fridays for Future aktiv. Okay, zum Klimawandel wollen wir später noch mal ein bisschen detaillierter sprechen. Wie kam es, dass du bei Fridays for Future aktiv geworden bist? Du hast ja auch irgendwo mal geschrieben, ich weiß nicht, ob das bei dir auf dem Blog war oder ob das bei Twitter war, dass du Fridays for Future mitgegründet hast mit Luisa Neubauer. Wie war das genau? Also im Grunde bei Fridays for Future Hamburg war ich im Grunde seit Anfang an dabei. Da habe ich im organisatorischen Bereich mit aufgebaut. Also mir wird ja immer vorgeworfen, du sagst, du hast das mit aufgebaut, aber irgendwie sieht man dich so selten. Der Grund dafür ist einfach, dass ich im organisatorischen, im technischen Bereich im Hintergrund gearbeitet habe. Ich habe auch Fridays for Future Deutschland, da die technische Infrastruktur bereitgestellt, also was heißt bereitgestellt, also an der gearbeitet, an den Webseiten, an der Administration der Server, so aus in die Richtung habe ich da gemacht. Und ich sah das am Anfang, als Fridays for Future gegründet wurde, glaube ich durchaus, dass da sehr viel, da waren tatsächlich sehr, sehr viele engagierte Leute, denen es darum ging, einfach für mehr Umweltschutz auf die Straße zu gehen. Aber ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, wie sich das eben verändert hat, wie auch inzwischen politische, also parteipolitische Themen in den Vordergrund gerückt sind. Also es kamen immer mehr Menschen von den Grünen, von der Grünen Jugend mit dazu. Und mittlerweile ist es so, dass Fridays for Future einfach nur dazu genutzt wird, um für die Grünen Wahlkampf zu machen, um ihre Macht zu festigen und um auch langfristig mehr Kapital, mehr Geld für Konzerne eben bereitzustellen. Also den Leuten das Geld quasi aus der Tasche zu ziehen. Okay. Wann bist du denn da bei Fridays for Future dazugestoßen? War das gleich direkt zu Anfang? Und wie wurde denn da Fridays for Future in Hamburg organisiert? Gab es denn da verschiedene Gremien, wo du dann auch irgendwie als Administrator gewählt wurdest für das Technische im Hintergrund? Oder wie war es organisiert, Fridays for Future? Also Fridays for Future ist sehr dezentral organisiert. Also man hat natürlich einmal quasi das Internationale, da gibt es so eine Organisation, wobei die also relativ, ich sag mal, unabhängig ist von zum Beispiel Fridays for Future Deutschland. Und die wiederum sind eben quasi zuständig für die ganzen Ortsgruppen, wie zum Beispiel Fridays for Future Hamburg. Und Fridays for Future Hamburg hat als eigenständige Ortsgruppe durchaus sehr, sehr viel Einfluss, weil sie eben sehr viele Entscheidungen selbst treffen können. So, und dann gab es eben diese Kooperation zwischen eben der niedrigsten, eben der Ortsgruppe und dann eben Fridays for Future Deutschland. Und so wurde das im Grunde alles aufgebaut. Es gab da durchaus die ein oder anderen Gremien, könnte man sagen. Also zum Beispiel Pressesprecher gibt es oder Delegierte, eine sehr wichtige Funktion. Eben, das ist eben die Person, die dann mit der Bundesebene kommuniziert hat. So in etwa war das da aufgebaut. Alles sehr, mich fragt man auch immer, also bist du noch Mitglied, bist du nicht Mitglied? Das ist relativ, also schwer zu beantworten. Jetzt gerade ist es so ein Schwebezustand, weil es gibt keine offizielle Liste, wo man sich irgendwie eintragen kann. Das ist, also im Grunde ist man einfach Mitglied, wenn man eben zu den Organisationstreffen, zu den Orga-Treffen hingeht. Und genau. Okay, also das heißt, es findet halt immer vor den Demos, finden dann Organisationstreffen statt und da gibt es dann, ja, da wird dann alles besprochen, da wird dann auch geschaut, wer für was zuständig ist
Und da wirst du dann wahrscheinlich erlebt haben, dass immer mehr ja professionelle Politiker Einfluss genommen haben, oder wie war das genau? Nee, also professionelle Politiker würde ich nicht sagen. Am Anfang waren das überwiegend Schüler, die eben daran teilgenommen haben. Und im Laufe der Zeit kamen eben immer mehr Studenten dazu. So, und diese Studenten, die haben im Grunde vieles von den Schülern eben verdrängt, weil sie meinten, das wäre eben nicht professionell genug. Und das Wichtige ist eben, also bei diesen Orga-Treffen, da geht es nicht nur darum, irgendwelche Demos zu planen, sondern es geht da, also das ist wirklich das entscheidende Gremium. Und da entscheidet man auch über die Struktur. Aber was ganz, ganz wichtig ist, da wird auch über Finanzanträge gesprochen. Und da kann man durchaus Einfluss nehmen. Und im Laufe der Zeit kamen dann eben diese Studenten dazu. Viele aus der Partei der Grünen, aber auch Sympathisanten der Grünen und der Grünen Jugend. Und jetzt wird zum Beispiel versucht, durch Fridays for Future Hamburg auch in die Studierendenparlamente zu kommen, wo es dann auch relativ viel um Geld geht. Okay. Inwiefern geht es da um viel Geld, und wie finanziert sich da Fridays for Future überhaupt? Ich meine, das kostet ja auch Geld, da die Bühnen aufzubauen, die ganze Tontechnik und so weiter. Also im Grunde finanziert wird das überwiegend durch Spenden. Natürlich auch Privatspenden, aber auch Spenden beispielsweise durch das Bundesumweltministerium, habe ich da mal gesehen, dass dort Geld eingeflossen ist, was ich durchaus ziemlich interessant fand. Aber überwiegend wird es tatsächlich legitim quasi durch Spenden finanziert von Privatpersonen. Okay. Also zumindest, also ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen. Ich weiß nicht, wie es auf der Bundesebene aussieht. Und du hast ja in einem Beitrag geschrieben, wie du gerade schon kurz angesprochen hast, dass Studenten da immer mehr Einfluss genommen haben und dass sie halt auch immer mehr Aktivisten aus der Bewegung kritisiert haben, wenn sie nicht richtig gegendert haben, oder dann wurden sie als transphob bezeichnet. Was kannst du dazu sagen? Also im Grunde fand ich das, es fanden wirklich sehr merkwürdige Dinge statt, die häufig auch bei den Grünen stattgefunden haben. Also eben das Gendern, also wenn man einmal irgendwo nicht richtig gegendert hat, dann wurde man direkt dafür kritisiert, was ich echt absurd finde, weil darauf kommt es jetzt nicht an. Und man hat am Anfang vom Treffen quasi immer gesagt, ja, es darf hier keine Hetze geben, es darf hier keinen Rassismus geben, wir müssen immer alle schön und nett miteinander umgehen. Es gab immer diese festen Gesprächsregeln, und dazu gehörte eben, dass man wirklich quasi niemanden diskriminieren durfte, und auch das Gendern war da eben wirklich sehr, sehr wichtig für die. Okay. Und wie war das dann für dich? Wurdest du auch kritisiert, weil du nicht richtig gegendert hast, oder hast du dich da eher zurückgehalten und warst dann der Beobachter? Also ich war ja, wie gesagt, immer aktiv im technischen Bereich und habe mich da bei vielem, ich sag mal, zurückgezogen und einfach beobachtet, wie eben die Diskussion verläuft. Klar saß ich da nicht nur rum, habe mich auch bei den ein oder anderen Diskussionen beteiligt. Aber es ist eben dieser Gruppenzwang im Grunde. Wenn quasi alle gendern, dann muss man auch selbst gendern. Und da habe ich eben während meiner Zeit dort dann einfach mitgemacht, auch wenn ich das doch ein bisschen unnötig fand, jetzt bei jedem einzelnen Satz da zu gendern, aber genau. Okay.
Wie war das auch, du, also zum Feminismus hast du ja auch in deinen Streams, die ich übrigens auch sehr unterhaltsam finde, du machst ja, das habe ich auch nirgendwo woanders gesehen, du machst ja sozusagen so Let's Play-Videos bei Twitch, wo du halt meistens so Ballerspiele machst und dann halt auch ja zu deinen Erfahrungen was sagst, Fragen kommentierst. Da hast du ja auch gesagt, dass du nicht so der Fan vom Feminismus bist. Kannst du das nochmal ausführen, wo wir gerade beim Feminismus und beim Gendern waren? Also so würde ich das jetzt nicht unterschreiben, dass ich quasi gegen Feminismus bin. Ich bin sehr wohl für Feminismus. Ich bin auch für die Gleichberechtigung beider Geschlechter. Was aber der moderne Feminismus heutzutage ist, finde ich wirklich absurd. Also es geht wirklich nicht mehr darum, einfach gleiche Rechte für alle zu haben. Sondern, also es hat inzwischen wirklich ein absurdes, es ist wirklich absurd inzwischen geworden. Also man hat überall diese Frauenquoten beispielsweise eingestellt, wobei ich nicht finde, dass sie irgendwas zur Gleichberechtigung beitragen. Also man muss sich mal vorstellen, wenn man jetzt in einem Raum irgendwie, ich sag mal, kann ja mal passieren, dass es in einem Raum, ich sag mal 50, nee, wie machen wir das jetzt? 30 Frauen gibt und 70% Männer. Und wenn von den Frauen nur wenige mitmachen wollen, also nee, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Noch da? Okay, auf jeden Fall, du hältst nichts von diesen Quoten und du hast ja auch in deinem Stream gesagt, dass es für dich nur zwei Geschlechter gibt. Das ist ja auch schon für viele radikale Linke schon ja sehr sexistisch und transphob, wenn man sowas behauptet, dass es. Ja, also ich glaube weiterhin, dass es zwei Geschlechter gibt, dass es mehrere gibt, finde ich schon irgendwie komisch. Also man hat bei der Geburt in der Regel zwei Optionen quasi und so ist das. Also ich finde das absurd, dass man jetzt irgendwie anfängt, irgendwelche Geschlechter auszudenken und sich damit zu identifizieren. Und genau, also und beim Thema Feminismus übrigens, was ich sagen wollte ist, also das sieht man auch bei der Kampagne bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, wo einige gesagt hat, dass man Hillary wählen sollte, weil sie eine Frau ist. Und ich finde, nur aus einem solchen Aspekt jemanden zu wählen, schon irgendwie absurd, weil es geht eben nicht um das Geschlecht am Ende, sondern es geht um die Qualifikation und um die Leistung einer Person und nicht eben um das Geschlecht. Was ich in deinen Streams auch spannend fand, du hast ja auch Chris Ares gehört, da würden wahrscheinlich auch viele Linke direkt auf die Palme gehen und sagen, oh, der hört hier einen völkischen Rapper. Chris Ares ist ja sehr. Hast du gehört oder wolltest du einfach nur ein bisschen triggern? Nein, also ich habe einfach den Chat eben gefragt, welche Musik kommen soll und dann wurde das eben vorgeschlagen und ich habe im Grunde, also es wird ja in der Presse zum Beispiel häufig behauptet, dass ich da rechte Musik gespielt habe, was durchaus stimmt, aber ich habe auch diverse linke Lieder gespielt, aber davon wird irgendwie nicht geredet. Also ich habe einfach nur das abgespielt, was im Chat eben gefordert wurde. Und da sehe ich auch kein Problem mit. Also wenn das eben der Chat will, dann bekommt der Chat das auch. Man hört dann ja immer von linker Seite, ja, man bekommt Beifall von der falschen Seite. Du hast ja auch, das hast du ja auch in deinen Streams gesagt, dass du dich über die Unterstützung von Martin Sellner gefreut hast. So wie ich das gesehen habe, hat er auch mehrere Videos über dich gemacht, hat da deine Leaks kommentiert. Wie stehst du zu Martin Sellner, zu seiner Unterstützung? Also ich bekomme im Grunde Unterstützung von allen Teilen der Gesellschaft und darunter gehört auch Martin Sellner.
Und jeder, der mich unterstützt, ist willkommen und da habe ich auch kein Problem mit. Okay. Bevor wir auf die Leaks nochmal weiter drauf eingehen, dein Holocaust-Vergleich, wo du für mich eigentlich so zuerst in Erscheinung getreten bist, kannst du das mal genau ausführen und stehst du da heute immer noch zu, was du da geschrieben hast? Also mir ging es im Grunde einfach nur darum, Aufmerksamkeit für das Thema, für das Klimathema da, für das Umweltthema zu sorgen. Und mir ging es da auch nicht darum, irgendwie den Holocaust zu relativieren oder Ähnliches. Das war mit Sicherheit falsch ausgedrückt. Also ich hätte da mit Sicherheit den Text anders schreiben sollen. Aber und deshalb habe ich den ja auch gelöscht. Also in der gleichen Form würde ich den nicht veröffentlichen, nein. Okay. Was waren denn jetzt die Reaktion auf die Leaks, vor allem auch aus deiner eigenen Partei? Ja, genau. Also es wurden, die linke Partei in Hamburg hat dann ganz schnell reagiert und mit Parteiausschlussverfahren gedroht, über die ich immer noch nicht informiert wurde. Also ich habe immer noch keine Briefe erhalten oder Ähnliches. Das war einfach nur eine Panikreaktion, weil man Angst hatte, dass es der Linken in Hamburg beim Wahlkampf schaden würde. Und genau, also aus der Parteispitze, das ist auch wichtig zu betonen, gibt es da sehr viel Widerstand, wie man auch bei der Demo gesehen hat. Aber aus der Basis der Partei erhalte ich durchaus häufiger Unterstützung. Okay. Was kannst du zu Luisa Neubauer sagen? War die wirklich zu Anfang aktiv daran beteiligt, da Fridays for Future Hamburg aufzubauen? Also Hamburg nur indirekt. Sie war im Grunde, hat sie ja auch Berlin mit aufgebaut und wir waren hin und wieder mal im Kontakt, haben häufiger mal geschrieben und da wurden eben Hamburg und Berlin eben aufgebaut. Und auf Bundesebene hat sie ja auch eine durchaus entscheidende Rolle. Und er hat da im Grunde, war, und da war sie eben bis heute im Grunde das Gesicht von Fridays for Future Deutschland. Luisa Neubauer, die hat dann ja auch öffentlich dementiert, dass sie dich kennt. Dann hast du ja auch den Chat mit ihr veröffentlicht, wo sie dich angesprochen hat, wo man eigentlich ganz klar sieht, dass ihr in Kontakt wart, dass sie dich definitiv kennt. Warum hat sie sich von dir distanziert oder warum hat sie das behauptet? Was meinst du, warum hat sie das gemacht? Ich fand das wirklich sehr schade, wie sie sich da distanziert hat. Ich finde, sowas gehört sich halt nicht. Also wir waren halt eben in Kontakt und dann eben zu behaupten, dass wir es eben nicht waren und dann irgendwie zu schreiben, cringe oder sowas. Also ich finde, sowas gehört sich nicht. Ich glaube, mein erster Tweet hat da durchaus für viel Wirbel gesorgt und da hatte man irgendwie Angst eben auch vor schlechter Reaktion, vor negativen Reaktionen. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund, weshalb sie das getan hat. Okay. Und das, was am größten Wellen geschlagen hat, war ja dein Leak mit dem Pädophilen bei Fridays for Future. Was ist da genau passiert? Ich weiß nicht, du hast ja auch geschrieben, du musstest da mit deinem Anwalt Rücksprache halten. Du kannst da nicht ganz so sehr ins Detail gehen. Ja, also im Grunde, ich müsste gucken, wie viel ich dazu sagen kann, weil das ist halt ein bisschen kompliziert gerade noch rechtlich. Und zwar war das eben so, dass es bei Fridays for Future Hamburg einen Verdacht auf Pädophilie gab. Und dieser Verdacht, ich kritisiere eben den Umgang damit. Also das ist, wir dürfen ja auch nicht vergessen, also Fridays for Future Hamburg ist ja keine einfach so eine Organisation, die sich nur intern quasi trifft, sondern das ist eine Organisation, die große, also wirklich sehr, sehr große öffentliche Demonstrationen bei denen ja organisiert. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass die Organisatoren auch, also falls es so einen Verdacht dort gibt, den auch an die Öffentlichkeit bringen. Und das ist eben nicht geschehen. Es wurde eben intern
geregelt. Es wurde intern ein Elternbrief verschickt und dann war die Geschichte im Grunde erledigt. Okay, und du hast dir gesagt, okay, wenn es da einen gibt, der mutmaßlich ein Pädophiler ist, dann sollte man eigentlich da auch anders kommunizieren, auch nach außen. Oder was ist deine Meinung dazu? Ja, natürlich. Also wir müssen ja mal überlegen, welche Möglichkeiten ein Organisator bei öffentlichen Demonstrationen hat. Also das sind ja, das, da ist ja im Grunde die ganze Öffentlichkeit, die dort auftreten könnte. Und da hätte alles Mögliche passieren können. Und deshalb ist es eben wichtig, dass auch sowas transparent gemacht wird. Und das Aber man Schreiben, was an hatte. die Eltern rausgegangen ist, ich meine, man Fridays for Future, man kann ja nicht irgendwie, es gibt da ja kein Register, wo man ganz genau sieht, die und die laufen da mit und dass man dann irgendwie die Adressen von den Eltern rausbekommt und die anschreibt. Ich meine, wie soll das gehen? Wie sollen dann da auch die Eltern so in Kenntnis gesetzt werden, dass ihre Kinder da Gefahr laufen, mit einem Pädophilen in Kontakt zu kommen? Naja, ich glaube, das geht ganz einfach. Das geht entweder über eine Pressemitteilung oder über einen Hinweis über die Webseite und dann ist es im Grunde bei der Öffentlichkeit. Ja, also wie gesagt, das hast du ja gesagt, so sollte es optimalerweise laufen, aber du meintest, es hat nur ein internes Schreiben an die Eltern gegeben und damit hatte sich das Thema. Also war das, an welche Eltern ging das konkret oder ging das vielleicht dann an Parents for Future oder an wen hat man dieses interne Schreiben geschickt? Also bei Parents for Future meine ich auch, aber es ging halt auch an die Eltern eben von denen, die bei Fridays for Future Hamburg aktiv waren. Genau. Okay, aber ich meine, das war dann nur der Kern von denen, wo man wusste, okay, die sind immer aktiv, die sind da wirklich eng mit eingebunden und da hat man dann zu deren Eltern Kontakt aufgenommen. Soweit ich weiß, ging das, also es gibt da interne Telegram- und Slack-Gruppen und ich meine, also in denen wurde das auch verschickt und wie da genau eben die Kontaktaufnahme mit den Eltern verlief, das weiß ich nicht, weil ich war dafür nicht zuständig, aber ich war eben beim Plenum und hab das beobachtet, wie eben damit umgegangen wurde, was es da eben für Reaktionen gab, genau. Okay. Es gibt ja jetzt viele, die sagen, okay, dadurch, dass du davon wusstest, dass es einen Pädophilen gibt, hättest du dich strafbar gemacht. Was sagst du zu dem Vorwurf? Also zu dem Vorwurf im Grunde habe ich das im Grunde nicht geheim gehalten, sondern also das wurde schon, also es gab da Gespräche eben mit der Polizei, so und deshalb war die da auch bereits in Kontakt, so, ne? Okay. Aber an der Öffentlichkeit war das nicht. Also das ist immer ein häufiges Missverständnis mit den Leaks, dass quasi also mir sagen immer viele Leute, dass ich da irgendwie Anzeige erstatten soll und das an die Polizei melden soll. Also in vielen Fällen ist das bereits getan. Okay. Das ist doch gut, dass da jemand, der mutmaßlich pädophil ist, dass das auch verfolgt wird. Aber du Genau, es hast ja auch geht ja mir geschrieben. eben nicht darum, irgendwie hier Pädophile zu verstecken und darum ging es mir Ja. auch nie. Also genau. Okay. Du hast ja auch geschrieben, dass die Presse da gar kein Interesse dran hat, bei diesem Fall weiter zu recherchieren. Hast du den Eindruck, dass die Presse nicht negativ über die Bewegung berichten möchte? Also ich weiß, dass auch bei Fridays for Future generell, auch speziell in Hamburg, die größte Angst ist wirklich, dass man weiterhin positiv von der Presse wahrgenommen wird. Und wenn das eben nicht geschieht, dann sehen da viele auch schon den Zerfall von Fridays for Future. Also Fridays for Future ist überhaupt erst groß geworden durch die vielen Presseberichte, die da wöchentlich und ja täglich im Grunde auch zu einer bestimmten Zeit rauskamen. Es wurde so dermaßen viel darüber berichtet und damit hat man sich da auch eine gewisse Reputation bei der Presse aufgebaut und deshalb bemüht man sich da bis heute die möglichst beste Berichterstattung zu bekommen und das mit allen
Also egal, welche Konsequenzen das am Ende hat. Und Okay. genau, ja. Ja, für mich so die größte negative Berichterstattung über Fridays for Future war, das hat ja auch die Mopo hat das öfter geschrieben und ich glaube auch überregionale Zeitungen, ja nee, das war nur regional, das Abendblatt und die Mopo, dass Fridays for Future in Hamburg ja von der Antifa mehr oder weniger unterwandert wird. Ich war ja auch insgesamt 5-mal bei Fridays for Future. Zu Anfang habe ich dann gesehen, dass da viele Antifa-Flaggen waren, dass dann auch, als dann wirklich da diese Veranstaltung war, wo 200.000 Leute da bei der Demo dabei waren, da hatten sie eine große Bühne aufgebaut, wo eine Band ja Antifa-Flaggen geschwenkt hat. Und eigentlich wollte man sich ja auch bei Fridays for Future ja einfach auch neutral halten. Man wollte die Antifa da nicht übernehmen lassen. Wie war da dein Eindruck? Also es gab auf jeden Fall über die Zeit viele, viele Versuche, eben die Bewegung im Grunde zu infiltrieren. So könnte man das, glaube ich, auch schon sagen. Und da gibt es die verschiedensten Organisationen, die das versucht haben. Und auch seitens bestimmter Antifa-Gruppen gab es in Hamburg zum Beispiel auch Versuche, eben Demos zu übernehmen, was tatsächlich erfolgreich mal war. Und auch während den Orga-Treffen ganz am Anfang gab es da Antifa-Leute, die eben versucht haben, im Gremium da eine Mehrheit zu bekommen oder zumindest eine größere Stimme. Und da habe ich ähnliche Erfahrungen tatsächlich gemacht. Und ich kann mich noch an eine bestimmte Demo erinnern. Nach der Demo war überraschend wenig Berichterstattung, was mich sehr gewundert hat. Also im Grunde kam man beim letzten Punkt der Demo an und als man da ankam, stand da plötzlich also war da plötzlich eine Antifa-Demo. Und diese Leute von der Antifa sind dann eben zum Ende der Fridays for Future-Veranstaltung sind da quasi durch die Reihen durchgelaufen, die sind da durchgelaufen und haben da überall ihre Flaggen geweht. Und dann direkt mit den gleichen Fridays for Future Mitgliedern eine weitere Demo gestartet. Und was mich besonders beunruhigt hat, also das muss ich wirklich sagen, da sind ja teilweise Kinder und sehr, sehr junge Jugendliche mit dabei gelaufen, die teilweise nicht mal mitbekommen haben, was das inzwischen, also welche Demo jetzt neu angefangen ist, weil überwiegend noch die gleichen Personen von Fridays for Future eben bei der Demo dabei waren. So, und dann marschierten da 12-, 14-Jährige bei der Antifa mit und haben das nicht mal mitbekommen. Okay. Du hast ja auch deine eigenen Erfahrungen mit der Antifa gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Also es ist immer schwierig, von der Antifa zu reden, Ja. weil es gibt halt eben verschiedene Gruppen und da ist es eben, also im Grunde war ich eben auf einer linken Demonstration, habe da einen Livestream gemacht, der dann nicht mehr lange anhielt, weil es kamen da Leute dazwischen, wie zum Beispiel Christiane Schneider, die Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, und die hat mir dann quasi ihre Hand so vor das Mikrofon, vor der Kamera gehalten. Und hat versucht, mich quasi vom Film abzuhalten. Und da kamen auch weitere Leute mit dazu, die auch zu ihr gehören. Und die sind da durchaus bei Antifa-Gruppen aktiv gewesen. Woher wusstest du das, dass die bei Antifa-Gruppen aktiv sind? Hatten die irgendwie Sticker oder hatten sie Fahnen dabei? Oder man sieht es ja, ich habe das bei Fridays for Future öfter gesehen, dass da Mitglieder, also wie du schon gesagt hast, es gibt nicht die Antifa. Antifa ist natürlich eine dezentrale Organisation, wo einfach jeder sagen kann, hey, ich bin jetzt Antifa, wir sind jetzt Antifa-Gruppe Altona Ost oder Wandsbek Nord oder so. Ich glaube, okay, Wandsbek Nord gibt es nicht, aber es gibt es bestimmt auch. Aber wie du schon gesagt hast, also es ist eine dezentrale Organisation, jeder kann sich Antifa nennen, aber ich habe bei Fridays for Future dann gesehen, dass sich Leute, die sich dieser Gruppe zugehörig fühlen, halt einfach eine Antifa-Flagge sich umgehängt haben und dadurch halt eigentlich klar sich als Antifanten geoutet haben.
geoutet haben. Waren die auch offenbar dadurch als Antifa zu erkennen, dadurch, dass es offensichtlich war? Also für mich waren das überwiegend ja keine fremden Leute. Das sind auch Leute gewesen, die ich aus der Partei und aus der Fraktion, das sind teilweise Fraktionsmitarbeiter gewesen, die dort waren. Und man weiß einfach, wer wo aktiv ist. Bei Christiane Schneider weiß man, dass sie, also weiß man einfach, dass sie kritisch gegenüber der Polizei ist und eben auch bei Antifa-Demonstrationen, also die Antifa-Demonstrationen befürwortet. Das weiß man einfach innerhalb der Partei, wie die Leute eben ticken. In dem Fall hatten die jetzt nichts als Kennzeichnung, also keine Flagge, kein Sticker. Wobei bei einer Person könnte sein, aber sonst eigentlich nichts, nein. Okay, und sie haben dich dann einfach bedrängt und sozusagen dann dich gezwungen, die Aufnahmen abzubrechen? Ja, genau. Also hinter mir war quasi eine Bank, also konnte ich da nicht wirklich nach hinten gehen. Und vorne standen dann 4 oder 5 Personen. Es ging auch alles so schnell. Also plötzlich standen die da, also plötzlich kam Christiane Schneider zu mir. Und dann nach wenigen Sekunden kamen dann auch weitere Personen mit dazu und haben mich quasi so eingekesselt, eingekreist. Und es wäre sicherlich, also es war auch möglich, dann quasi aus diesem Kreis rauszugehen. Aber es ist halt auch so ein, wie soll ich sagen, psychischer Druck, könnte man sagen. Weil wenn man eben so 5 Personen um sich hat, die einen die ganze Zeit zureden und einen beleidigen, dann ist es halt schon ein ziemlich starker Druck. Und mir wurde auch das Handy aus der Hand gerissen bei dem Livestream und der Livestream eben beendet. Und dann kam eben die Polizei dazu und hat gefragt, ob alles in Ordnung sei. Ja, schon krass, dass das auch vor allem die Vizepräsidentin der Hamburger Bürgerschaft ist, dass die so offen eine Antifa-Sympathisantin ist. Was mir auch immer aufgefallen ist, also die einzigen Berichte über die Antifa bei der oder Antifa-Mitglieder bei Fridays for Future, das waren halt immer eher so Warnungen vom Verfassungsschutz. Ich glaube, auch die Polizei hat davor gewarnt. Aber in den Medien habe ich dann nirgendwo von gelesen, dass dann irgendwie stand, ja, die Antifa hat da die Fahnen auf der Bühne geschwenkt und alle haben da mitgetanzt und mitgesungen. Da war ich mit meinem Video, wo das habe ich auch ganz populistisch Antifa greift an, genannt, da war ich der Einzige, der es per Video dokumentiert hat und das eigentlich offengelegt hat, was da wirklich passiert. Und wie gesagt, es war nicht irgendeine Fridays for Future Demo, es war die größte Demo, wo ja knapp 200.000 Menschen anwesend waren. Und dann zu sehen, dass da wirklich ja Antifa-Flaggen geschwenkt werden und wirklich junge Leute, die wahrscheinlich kaum wissen, dass das eine Organisation ist, die ganz bewusst nicht vor Gewalt zurückschreckt. Das fand ich dann schon sehr, sehr erschütternd, sowas zu sehen, sowas zu erleben. Ja, absolut. Also ich habe das auch mitbekommen. Also ich war wirklich verwundert, ne? Also es waren mit Sicherheit mindestens 100, vermutlich mehr. Und die hatten da auch so einen riesigen Wagen mit richtig lauten Lautsprechern und ganz, ganz, ganz vielen Flaggen. Und dass die da irgendwie nirgendwo in der Berichterstattung aufgetreten sind, hat mich dann auch wirklich sehr verwundert, weil die haben für enorme Aufmerksamkeit gesorgt und auch die ganze Demo im Grunde übernommen am Ende. Also ich finde das auch sehr, sehr merkwürdig. Okay, aber wie kann das denn sein, dass die Orga das alles zugelassen hat? Die haben ja ganz klar, habe ich da auch ein Statement von Fridays for Future Hamburg gelesen, dass die gesagt haben, okay, wir distanzieren uns von der Antifa. Es gab ja auch diese eine Demo, es war, ich glaube, relativ Anfang des Jahres, wo die Antifa Ost dazu aufgerufen hat, wo 2 Demonstrationen zusammengelaufen sind, wo dann danach öffentlich viel drüber geschrieben wurde. Und trotzdem hat man dann bei dieser großen Demo mit 200.000 Leuten, hat man dann nicht verhindert, dass eine Antifa-Band auf der Bühne spielt. Man hat nicht verhindert, dass Flaggen gezeigt werden. Ich meine, letztendlich dafür gibt es doch Ordner. Es gibt da zig Ordner bei der Demo, aber wahrscheinlich, wie kam es? Hat man da seine eigenen Vorsätze nicht mehr so ernst genommen oder hat die Antifa immer mehr Einfluss genommen?
Also ich glaube, also am Anfang haben sie versucht, eben viel Einfluss zu nehmen. Allerdings hat man sich dagegen gewehrt und beim Orga-Treffen gibt es jetzt nicht so viele Leute von der Antifa, aber durchaus werden die dort toleriert. Allerdings wusste ich noch nach dieser Demo, von der ich vorhin geredet habe, beim nächsten Treffen war man erstaunt und auch froh zugleich, dass man darüber nicht berichtet hat. Also es ging gar nicht darum, ob sie jetzt anwesend waren oder nicht. Es ging wieder um die Berichterstattung, dass die eben über die Antifa-Teilnehmer, über die Demo-Übernahme im Grunde nicht mal berichtet haben. Darüber hat man sich dann doch gefreut. Ich würde schon sagen, dass Fridays for Future in Hamburg zumindest sich von den externen Organisationen durchaus abgrenzt. Aber es gibt halt dennoch eine gewisse Toleranz. Genau. Okay. Wie ist es denn jetzt nach deinen ganzen Erfahrungen? Siehst du da die Bewegung anders? Weil ich weiß nicht, inwieweit du dir meine Videos angeschaut hast. Ich habe ja auch, das hast du gerade im Vorgespräch gesagt, dass du das Gespräch mit, das Interview mit Sina gesehen hast, die da aus, die da einer Fridays for Future Ortsgruppe im Ruhrgebiet angehört hat, da mit in der Organisation war, der Pressesprecherin war, und dass man ihr ganz klar gesagt hat, ja, ihr müsst alle vegan sein, ihr müsst alle sagen, dass ihr nur noch mit dem Fahrrad fahrt und nicht mehr fliegt. Es wurde, jede Kritik wurde am Keim erstickt. Sie wurden als Klimawandelleugner, als Nazi beschimpft. Ich habe es auch in meinen Videos gezeigt. Das war Fridays for Future in den Sommerferien. Ich glaube, Juli oder so war ich bei Fridays for Future. Da hat dann eine Ordnerin einen, den ich gerade interviewt habe, aus dem Interview rausgezogen. Da waren dann auch ältere Herren, die uns die ganze Zeit verfolgt haben, darauf geachtet haben, dass wir bloß nicht die falschen Fragen stellen. Also sie wollten uns auch, wie bei dir, an der Arbeit hindern. Die wollten halt einfach verhindern, dass kritisch darüber berichtet wird. Also siehst du nach diesen ganzen Erkenntnissen die Bewegung vielleicht jetzt mit anderen Augen? Definitiv. Also ich glaube, die Bewegung hat sich wirklich ins Negative, also zum Negativen entwickelt. Und ich glaube, dass es auch keine große Zukunft mehr für die Bewegung gibt. Ich habe vor allem, je näher wir eben dieser Bürgerschaftswahl kamen, die findet ja nächsten Sonntag statt, je näher wir uns diesem Punkt begeben, desto mehr Einfluss, also nee, desto mehr macht eben Fridays for Future eben Wahlkampf für die Grünen so. Und ich finde, wenn man sich als überparteilich oder unparteiisch be bezeichnet, dann kann man doch jetzt nicht Wahlkampf für die Grünen machen. Und was meine ich denn konkret damit? Also ich meine, vor einer Woche gab es da mit der Spitzenkandidatin der Grünen, der Katharina Fegebank heißt sie, gab es da eine Veranstaltung beim Abendblatt und Fridays for Future. Und dort war im Grunde, war da eben der Moderator, eine Person von Fridays for Future Hamburg, dann Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland, sie ist ja Mitglied bei den Grünen, und Fegebank, das ist ja die Spitzenkandidatin der Grünen. Und im Grunde war das einfach nur eine Veranstaltung, um die Grünen im Wahlkampf weiterhin zu pushen. Und das war eigentlich so der unkritischste Dialog, den ich je gesehen habe. Also man hat sich einfach nur gegenseitig gelobt und Kritik gab es da oder Diskussionen über Themen gab es da auch im Grunde kaum. Also Fridays for Future Hamburg auch speziell macht einfach Wahlkampf für die Grünen. So. Und man hat für die SPD eine Veranstaltung gemacht mit dem Bürgermeister und auch eben mit den Grünen. Aber alle anderen Parteien hat man außen vor gelassen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war in Hamburg bei einer Veranstaltung, die hieß, es ging auch um CO2, um Klimawandel. Man hatte da halt einfach nur ja, Organisationen eingeladen, BUND, Fridays for Future, die Grüne Jugend. Ja, halt einfach alle Organisationen, die wirklich sagen, okay, der Klimawandel ist menschengemacht. Es ging denn vor allem auch um die Jugendbewegung und da habe ich dann auch Ricarda Lang, die jetzt mittlerweile auch im
Bundesvorstand von den Grünen ist. Damals war das Sprecherin der Grünen Jugend. Habe ich dann auch gefragt, okay, warum, wenn es hier um die Jugendbewegung geht, warum, wenn man öffentlich diskutieren möchte, warum lädt man dann zum Beispiel nicht auch Parteien ein wie die FDP oder die AfD? Also ich meine, FDP, die sind ja jetzt nicht so wirklich richtig kritisch, aber die AfD, die sagen ja ganz klar, dass der Klimawandel, ja, dass es halt einfach, dass der menschengemacht ist, dass es eine unbewiesene Hypothese ist. Also inhaltlich auch bei der Debatte, ist der Klimawandel jetzt menschengemacht oder eben nicht? Und wie viel Zeit haben wir noch und so weiter? Solche Fragen wurden beim Plenum so gut wie gar nicht angesprochen. Also es ging bei der Organisation, bei diesen meist wöchentlichen oder Treffen, also alle 2 Wochen, ging es eben nur um die Organisation, aber man hat sich so selten wirklich inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also die sagen, man ist monothematisch, okay, aber im Grunde wird da gar keine Diskussion, gar kein Dialog zugelassen. Was das angeht, auch wenn ich da durchaus eine klare Meinung zu habe. Also ich finde es einfach wichtig, dass man eben auch über auch solche Themen, also auch über Klima, bei einer Klimabewegung spricht und auch im Dialog ist mit allen Parteien. Und ich habe auch gesehen, ja, die AfD, ja, die FDP, aber auch die Linken wurden häufig beiseite geschoben. Bei der SPD gab es da auch häufiger Kritik, aber bei den Grünen eben viel, viel weniger. So. Und da hat man eben die Grünen unterstützt und das tut man bis heute noch. So. Und ich finde das nicht gut, wie sich die Bewegung da entwickelt. Weil es geht eben jetzt darum, eben die Macht der Grünen zu festigen. Okay. Jetzt lass uns nochmal über den Klimawandel allgemein sprechen. Also ich hatte bei dir in dem Stream gehört, dass du jetzt so in nächster Zeit dich nochmal tiefer mit dem Klimawandel beschäftigen möchtest. Heißt das, du willst dich auch mit den Kritikern beschäftigen oder inwieweit willst du da genauer reinschauen? Also ich habe auch in den letzten Wochen viele Informationen dazu zugeschickt bekommen. Bin auch noch dabei, mich da weiterhin zu informieren. Habe da auch noch keine feste Meinung, sage ich mal, aber ich beschäftige mich auch mit der Kritik eben von der Klimahysterie, die jetzt stattfindet, die ich auch nicht in Ordnung finde. Also ich glaube, das Thema ist jetzt so dermaßen im Vordergrund vorgestoßen, dass eben die anderen wichtigen Themen, auch die sozialen Themen, eben beiseite geschoben werden. Und man beschäftigt sich mittlerweile nur noch mit dem Klimawandel, obwohl es weiterhin viele, viele arme Menschen gibt in Deutschland, aber auch weltweit. Und auch friedenspolitisch, also wir haben jetzt weiterhin Kriege auf der ganzen Welt und stattdessen beschäftigt man sich mit eben dieser Klimahysterie, mit Gendern, mit diesem modernen Feminismus. Und ich glaube, das ist einfach nur dazu da, um eben die wichtigen Themen beiseite zu drängen. Ist auch deiner Meinung nach bei Fridays for Future, das ist mir immer so aufgefallen, dass da so viele Sachen wie Seenotrettung oder auch Genderismus, dann heißt es ja auch Klimafeminismus gibt es dann angeblich, dass halt so viele Sachen da zusammenkommen, dass es halt gar nicht mehr wirklich vordergründig ums Klima geht, dass halt wirklich alles da in einen Topf geworfen wird. Ist es auch so dein Eindruck? Oder? Also ich würde schon sagen, dass durchaus Klima weiterhin ein zentrales Thema ist, auch wenn ich finde, dass man dort wirklich hysterisch damit umgeht. Ich finde, man sollte wirklich einen etwas gemäßigteren Dialog diesbezüglich haben. Aber ich merke auch, dass eben bei der Bewegung vorausgesetzt ist, also bei der Bewegung ist eben vorausgesetzt, dass man eben diese, ja, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese grünliberalen Themen auch weiterhin unterstützt. Also zum Beispiel Seenotrettung, unabhängig davon, wie man überhaupt dazu steht, setzt man voraus, dass man dafür ist. Und wenn nicht, dann wird man als Rassist und fremdenfeindlich oder was auch immer dargestellt und direkt von der Bewegung ausgeschlossen. Okay, Abweichler werden nicht geduldet. Ganz genau.
Du hast jetzt gesagt, du willst dich mit den Kritikern beschäftigen. Was guckst du dir da genau an? Hast du da irgendwelche Namen oder Organisationen, wo du das, wo das deine Quellen sind? Weil man sieht ja auch auf deiner Homepage, dass du ja auch irgendwie Hamburg CO2-frei oder irgendwas, Klimawandel scheint ja ein sehr großes Thema für dich zu sein. Also ich bin noch dabei, mir verschiedenste Quellen anzugucken. Ist halt schwierig jetzt während der Wahlkampfzeit, da hat man leider nicht so viel Zeit, um sich Lektüre und Ähnliches anzusehen. Aber ich möchte mich in Zukunft, auch in den nächsten Tagen, auch vor allem nach der Wahl, eben wirklich genauer mit dem Thema auseinandersetzen. Aber konkrete Namen oder Ähnliches habe ich jetzt noch nicht. Es war eher so allgemein. Also mir wurden da ein paar Links zugeschickt, die habe ich angeklickt, ein bisschen durchgelesen, aber der Name oder so habe ich ist bei mir jetzt nicht so hängen geblieben. Okay. Ja, wenn du magst, kann ich dir auch ein paar Sachen zuschicken. Ich habe ja auch bei mir eine Playlist mit Mainstream-Quellen, alte ARD- und ZDF-Beiträge, wo die eigentlich sehr kritisch über die Wissenschaft berichten und meiner Meinung nach, also ich meine, man sieht ganz klar, es gibt keine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur, es gibt keine Experimente, das heißt, wenn man keine Experimente machen kann, dann muss man Modelle ausstellen, die Modelle haben immer nicht, die Vorhersagen haben immer nicht mit der Realität übereingestimmt und man sieht halt einfach, dass diese Modelle ja zurechtgebogen werden ohne Ende und das, was man bei Fridays for Future immer sieht, was du auch erlebt hast, dass Leute da auf Linie gebracht werden, das sieht man auch ganz in der ganzen, in der ganzen Klimawissenschaft. Ich meine, sagt dir Climate Gate was? Habe ich auf jeden Fall schon von gehört, aber ja. Bei Climate Gate sind halt E-Mails geleakt worden, wo wir gerade bei Leaks sind. Von einer Universität in Ostengland, die eine der vier Einrichtungen sind, die den IPCC, den Weltklimarat, zuliefern. Da wurden halt Informationen gelegt, dass es einfach darum geht, die Daten so zu drehen, dass es passt, dass der Klimawandel dann menschengemacht ist, dass es so aussieht, dass Kritiker angegriffen, diffamiert werden, ausgegrenzt werden, dass sie in diesen Gremien nicht zugelassen werden und so weiter. Also für mich ist halt so Climate Gate eines der wichtigsten Argumente überhaupt. Und dann kann man sich natürlich, also ich kann es ja auch nochmal sagen, also ich habe es in anderen Videos auch schon mal gesagt, also ich habe damals an der Leuphana studiert in Lüneburg, da wird Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben und ich habe damals, mich dann ganz viel mit Club of Rome, mit der Agenda 21 der United Nations beschäftigt, bin dann auch sogar vegan geworden, habe auch meiner damaligen Freundin immer mal gesagt, du, ich möchte jetzt nicht mehr fliegen. Also ich war wirklich sehr davon überzeugt, bis ich dann halt auch, vor allem auch bei Fridays for Future halt auch gesehen habe, wie unreflektiert die Leute da halt einfach Sachen hinterherlaufen oder Argumenten hinterherlaufen, die sie null hinterfragen. Und ich habe ja auch mehrere Videos dazu gemacht, wo ich da einfach mit den Leuten das spreche. Und man sieht halt einfach, die wiederholen nur das, was sie in den Medien aufgeschnappt haben, hinterfragen, ist da Fehlanzeige. Ja, absolut, absolut. Was ich aber auch wirklich sehr, sehr wichtig finde, ist, beim ganzen Thema um den Klimawandel geht es ja auch darum, welche konkreten politischen Maßnahmen umgesetzt werden. So, und ich merke zunehmend, also auch von den Grünen wird da beispielsweise eben auch die CO2-Steuer gepusht im Grunde und bei der CO2-Steuer geht es im Grunde einfach nur darum, das Geld aus den Taschen der Verbraucher, der Bevölkerung zu ziehen. Und da geht es nicht um wirkliche Klimamaßnahmen. Also es geht da nicht darum, beispielsweise Kohlekraftwerke abzuschalten, sondern es geht einfach darum, mehr Geld zu sammeln und auch damit mehr Macht im Parlament zu haben. Und das sehen wir auch zunehmend. Also man könnte auch beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr vergünstigen, aber stattdessen diskutiert man über eine CO2-Steuer und ohne wirkliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Forschung in Wasserstoff oder
Ausbau der Infrastruktur, also diese Themen werden beiseite geschoben und man sagt einfach, ja, die CO2-Steuer, die löst jetzt alle unsere Probleme, obwohl das gar nicht stimmt. Ja, für mich ist es halt bei vielen öffentlichen Diskussionen ist halt immer die Antwort nur noch mehr Staat. Wir müssen hier irgendwie hier und da ein paar Regularien haben oder hier nochmal eine neue Steuer haben. Dann wird sich das schon alles richten. Nochmal eine direkte Frage. Du hast gerade von Kohlekraftwerken gesprochen. Hast du dich oder wie ist deine Position zu Kernkraft? Also also es gibt ja jetzt weitere Entwicklungen im Bereich eben der Kernkraft also, oder Atomkraft, wie auch immer man es nennen mag. Und da gibt es zum Beispiel Thoriumkraftwerke, die ganz interessant sind, aber auch andere Arten von Kraftwerken, die deutlich effizienter und sicherer sind. Ich glaube, man muss dort weiterhin forschen und da muss man eben auch gucken, wie diese sich halten. So. Aber ich halte es doch schon wichtig, dass man eben von eben der Kohle wegkommt und sich alternative Energiequellen ansieht. Okay, ja, da bin ich anderer Meinung, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Nochmal, bevor wir zum Schluss kommen, wie stehst du zum Sozialismus? Deine Partei, die Linke, sagen auch immer alle, das ist die Nachfolge oder die mehrfach umbenannte Mauerschießpartei. Was sagst du dazu? Ja, also es ist eben immer die Frage am Ende, wie man es konkret umsetzt. Also ich glaube schon, dass wir mittlerweile also der Status, der Stand von diesem Land ist eben so, dass wir extrem viele Menschen haben, die durch Armut leiden. Und da würde ich durchaus auch staatliche Eingriffe befürworten, weil eben der freie Markt dafür sorgt, dass eben der Fokus nicht der Mensch ist, sondern eben Profit. So. Und ich finde das falsch, dass eben Konzerne, dass Firmen immer nach dem maximalen Profit streben. So, ich sage jetzt nicht, dass man sie komplett einschränken sollte, aber man muss eben auch einen Ausgleich schaffen. Also ich glaube, jedes System, jedes wirtschaftliche System hat eben seine Nachteile. Und da muss man eben dafür sorgen, dass diese Nachteile eben kompensiert werden. Ja, das jetzt sagst du, Profit ist das größte Problem. Das hört man ja auch mal wieder von Sarah Wagenknecht, die ja immer ja sagt so von wegen bestimmte Bereiche darf man nicht dem Markt überlassen. Da habe ich auch mal ein ganzes Video gemacht über Sarah Wagenknecht, der böse Profit. Aber wenn du erlaubst, du vielleicht magst du mir nachher deine Adresse geben und ich schicke dir dann gerne mein Buch zu von Dr. Rainer Zittelmann, der hat ein schönes Buch geschrieben, der ist Historiker, war früher selbst Marxist, sehr links, ist dann aber dadurch, dass der Historiker ist, Soziologe ist, hat er sich das einfach mal genau angeschaut in der Historie, in der Geschichte der Menschheit, ist halt einfach durch die fünf Kontinente gereist und hat geschaut, oder über fünf Kontinente gereist und hat geschaut, okay, was war erfolgreicher halt einfach. Mehr Staat, mehr Regularien, also mehr Sozialismus oder weniger Staat. Und der hat halt das schöne Buch heißt, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Für mich eigentlich immer ein sehr schönes Buch, was ich so Leute, die da noch nicht ganz so drin sind, empfehlen. Darf ich dir das zuschicken, Tom? Ja, gerne, warum nicht? Ich gucke es mir an. Aber ich Okay. finde halt Ja. weiterhin, dass eben, vielleicht sind wir da auch anderer Meinung, was auch völlig in Ordnung ist, aber ich finde halt eben, dass Bereiche wie Gesundheit, die wirklich Existenzgrundlagen sind, oder eben das Wohnen, also ich finde, jeder sollte ein Recht auf Wohnen haben, jeder sollte das Recht auf eine vernünftige Gesundheitsversorgung haben. Und das sind eben Themen, die ich glaube, also Punkte, die sich eben nicht nur durch den freien Markt eben ergeben können. Also natürlich sehe ich natürlich auch die Vorteile vom freien Markt, dass dort eben viel Innovation stattfindet und so weiter. Aber ich finde, in diesen Kernbereichen, bei denen es um unsere Existenzgrundlage geht, sollten wir das nicht dem freien Markt überlassen.
Und da ist halt einfach, ich kann dir gerne nochmal mein Video zuschicken mit dem Profit. Da sieht man halt einfach, dass gerade in den Bereichen, die dem freien Markt komplett überlassen worden sind, wie zum Beispiel die Lebensmittelbranche. Ich meine, klar, da gibt es natürlich auch Subventionen. Der Staat greift ein, aber relativ, es ist relativ frei noch. Und da sieht man halt einfach, man geht im Supermarkt, man hat an jeder Ecke einen Supermarkt, wo es volle Regale gibt, wo es einfach auch Produkte verschiedener Preisklassen gibt, von gut und günstig für die breite Masse, Aldi, Lidl und so weiter. Und dann gibt es halt auch die Delikatessenläden und so weiter. Und sobald der Staat irgendwas an sich greift, ob das jetzt das Gesundheitssystem ist, das Bildungssystem oder die Infrastruktur, wir haben ja auch in Hamburg, ist jetzt ja gerade rausgekommen, dass die Politik öffentlich zugegeben hat, dass sie Stau erzeugt. Ich sage halt immer, sobald Geld per Zwang und Gewalt eingezogen wird, muss die Leistung nicht gut sein. Und das sehen wir halt immer bei staatlichen Leistungen. Staatliche Leistungen sind grundsätzlich immer schlecht und extrem teuer und ineffizient. Das würde ich nicht immer so sagen, aber gut. Und auch beim Bereich vom Essen, von den Lebensmitteln, ja, man hat eine große Auswahl. Aber wenn man sich zum Beispiel die günstigen Produkte anguckt, da werden teilweise Chemikalien dazu gemischt, die wirklich sehr gesundheitsschädigend sind. Und ich finde, sowas sollte eben einfach nicht verkauft werden. Oder zum Beispiel beim Thema Umweltschutz zum Beispiel hat man ja eben, ich habe in manchen Supermärkten gesehen, wo da jede Banane einzeln mit Plastik verpackt wurde. Und für mich ist das eben ein Resultat des freien Markts. Weil es geht eben nicht mehr um die Gesundheit, auch mit den Produkten, sondern es führt halt jeder Müll zum günstigst möglichen Preis verkauft. Also auch günstige und schlechte Schokolade und Süßigkeiten und so weiter. Und auch in Verbindung mit Werbung hat man dort eben wirklich sehr ungesunde Produkte, die überall beworben werden und die einen auch zum Teil süchtig machen. So, und das ist für mich ein Ergebnis des freien Markts. Aber wir können auch gerne zu einem anderen Thema wechseln. Ja, genau. Also wie du schon sagst, ich glaube, da kann man endlos drüber diskutieren, wie absolut. Auch im vorherigen Gespräch gesagt habe, als wir angefangen haben, wir sind ja ideologisch auf sehr komplett unterschiedlichen Seiten. Insofern müssen wir jetzt keine Grundsatzdiskussion starten. Lass uns auch mal sehen, dass wir das Interview abschließen. Als letzte Frage: Wenn du denn in die Hamburger Bürgerschaft gewählt wirst, kann man dann noch mehr Leaks von dir erwarten? Was wird dann kommen? Mit was kann man rechnen, wenn Tom Radke es in die Bürgerschaft schafft? Also ich werde absolut mein Bestes geben, um für mehr Demokratie, für mehr Transparenz zu sorgen. Und natürlich kann man keine Leaks versprechen. Also die ergeben sich nach der Zeit, wenn eben aus verschiedensten Quellen neue Informationen dazukommen. Und in der Bürgerschaft hat man eben den Vorteil der Immunität, die natürlich aufgehoben werden kann, aber man hat auch die Indemnität. Und die sorgt eben dafür, dass man eben die Möglichkeit hat, auch solche Leaks, solche Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, ohne rechtliche Konsequenzen als Folge zu haben. Und ich werde mich auf jeden Fall dafür bemühen, dass mehr Transparenz geschaffen wird, sei es durch politische Maßnahmen oder eben durch weitere Leaks. So, hast du sonst noch irgendwas, was du sagen möchtest, so zum Abschluss? Alle, die aus Hamburg kommen, sollen 5 Kreuze setzen bei Tom Radke auf Platz 20. Aber nein, okay. Da sage ich nichts. Okay, Tom. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Wahl. Ich werde dir weiter bei Twitter folgen, werde deine Blogbeiträge lesen. Ich finde das immer sehr spannend. Auch nochmal Chapeau an dich, dass du bereit bist, mit Andersdenkenden öffentlich zu sprechen. Wie eingangs gesagt, sieht man das leider viel zu selten. Auch vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.